Countdown jedenfalls läuft. Und sowohl Kamala Harris, die sehr wahrscheinliche Kandidatin der Demokraten, als auch Donald Trump auf Seiten der Republikaner sind voll in Fahrt. Obwohl sich bei Trump gerade einige Beobachter fragen, ob er etwas im Dunkeln tappt, ohne eine richtige Idee, wie er die neue Konkurrentin zu greifen bekommen könnte. Und so muss Trump möglicherweise aufpassen, dass ihm die Zeit nicht davonläuft. Tom Burgers. Noch scheint er zu schwanken bei der Suche nach Schwachstellen seiner neuen Gegner. Eine scheint Donald Trump ausgemacht zu haben, das Schreckgespenst des Sozialismus. Ein Klassiker der amerikanischen Konservativen. So now we have a new candidate. Wir haben eine neue Kandidatin, die wir besiegen müssen. Die inkompetenteste und unbeliebteste Vizepräsidentin in der amerikanischen Geschichte. Mit Sicherheit aber die am weitesten linksstehende. Mehrfach beleidigt Trump Kamala Harris als Bum, als Pennerin, wirft ihr vor, den Supreme Court mit marxistischen Richtern besetzen zu wollen. Der Wahlkampf dürfte schmutzig werden und persönlich. Das zeigt auch ein altes Interview seines möglichen Vizepräsidenten, das diese Woche wieder aufgetaucht ist. Darin beklagt J.D. Vance die niedrige Geburtenrate in den USA und nennt die zweifache Stiefmutter Harris als Beispiel. Wir werden in diesem Land von einem Haufen kinderloser Katzenhalterinnen regiert. By a bunch of childless cat ladies. Unterdessen läuft die Wahlkampfmaschine von Kamala Harris auf Hochtouren, auch wenn sie noch immer nicht offiziell als Kandidatin feststeht. Immerhin hat sie mittlerweile die dafür nötigen Papiere unterschrieben. Kamala! Hello. Unterstützung kommt gestern von Barack Obama. Per Telefon stärkt ihr der Ex-Präsident den Rücken. Ein letztes Puzzleteil, um die Partei geschlossen hinter sich zu bringen. Michelle und ich sind stolz, dich zu unterstützen. Wir tun alles, um dich durch diese Wahl zu bringen und ins Oval Office. Punkten kann Harris vor allem bei Frauen. Mehr als 100.000 verabreden sich Donnerstagabend zum größten Zoom-Call der Geschichte. Darunter Stars aus Film, Sport und Musik. Es geht nicht darum, welcher Kandidat perfekt ist. Es geht darum, welcher Kandidat menschlicher ist. Welcher Kandidat uns dazu inspiriert, besser zu werden. Und welcher Kandidat uns anspornen wird, schlechter zu sein. Er könnte ihr Vize werden, Josh Shapiro aus dem so wichtigen Swing State Pennsylvania. Als Mann der Mitte soll er unentschlossene Wähler gewinnen. Ein unangenehmer Konkurrent für die Republikaner. Ich bin nicht niedergeschlagen, ich bin nicht besorgt, ich bin optimistisch. Mein Glas ist halb voll und ich sage euch auch warum. Wegen Kamala Harris und euch allen. Noch führt Trump in den meisten Umfragen, aber sein Vorsprung ist deutlich geschmolzen. Er muss sich etwas einfallen lassen.